Commander, auf Titan war ich einen Moment lang schwach. Xivu Arad. Ganz ruhig, Sloan. Du hast dem Willen einer Schargöttin widerstanden. Eine Entschuldigung ist nicht notwendig. Alles, was ich getan habe, seit sie Titan an sich gerissen haben, auf diesen Moment. Und ich bin fast gescheitert. Mut zu beweisen hinterlässt einen Eindruck. Das hat Saladin immer gesagt, als wir jünger waren. Es ist mehr als ein Eindruck. Ich habe viel zugelassen, weil ich dachte, ich komme nicht zurück. Bei unserem letzten Kampf um Titan ging es ums Überleben. Aber wir hatten Hoffnung. Ein Ziel. Wir haben gewonnen und es war vorbei. Dieses Mal zog mich etwas zurück. Als wäre der Kampf alles, was zählt. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ach ja? Ich war mal verheiratet. Wirklich? Wie war ihr Name? Wer war die Frau, die den alten Zavala um den Finger gewickelt hat? Saphia. Zusammen haben wir einen Sohn großgezogen. Hakim. Ah. Oh. Das war im dunklen Zeitalter. Ich war Saladins Schützling. Jung, waghalsig, verzaubert von einer heute warmen Erinnerung. Ich habe dich nie über diese Zeit reden hören. Gibt es Renpiers Nudelbar noch oder haben wir die auch in irgendeinem Untergang verloren? Sie steht noch und wurde ausgebaut. Treffen wir uns dort. Ich nehme mir für heute Abend frei. Oh-oh. Muss für jemand Wichtiges sein. Eine alte Freundin. Naja, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn Renpiers Laden vor die Hunde gegangen wäre, als ich weg war. Manchmal hat mir nur diese Nudelsuppe Halt gegeben. Wir hätten sie wieder aufgebaut. Stein für Stein, wenn nötig.